Soeben hat ein neuer Tag begonnen. Wir sind hier fleißig am Wasser und am Reis kochen. Und brauche aber erstmal was zu essen. Reis mit Fleisch. So. Und dann hier den restlichen Reis wieder da reingeschmissen. 13 Minuten, 2,5 Minuten sind quasi so ungefähr 16. Das sollte passen. Dann warten wir mal, bis das Essen durch ist und dann machen wir uns auf den Weg zum Händler. Geben die Quest ab. Und gucken mal, was er noch für eine hat. So. Schauen wir derweil nochmal aufs Feld. Haben wir zwar gerade vor der Nacht nochmal leer gemacht, aber wir wissen ja, wie es ist. XP kommen hier auch nochmal vorbeigelaufen. Das ist aber nett von denen. So, was haben wir jetzt? Tag 75. Ja, sind noch 2 Tage bis zur Horde, also 3 sozusagen, weil der hat ja jetzt gerade erst angefangen. Und wir brauchen neues Holz, wir brauchen neuen Bambus, das muss man alles so nebenbei ein bisschen mitmachen. Aber steht mein Pferd da unten? Das habe ich doch oben abgestellt. Schräg. Hatte ich da nicht Knoblauch an? Ah ne, da habe ich Knoblauch angepflanzt. Der braucht noch eine ganz schöne Weile. Okay, ich glaube, unser Essen sollte fertig sein. Hartnäckiger kleiner Bastard. You. Den Seed können wir dann oben lassen. Was zu essen. Macht halt leider nur 22, ne? Ich glaube, Reis mit Gemüse war sogar besser. Ja, gehen wir vielleicht doch wieder auf Gemüse. Naja, beim nächsten Mal. Jetzt lassen wir da den Reis, der dauert eine Weile. Fertiges Wasser haben wir jetzt auch gerade. Ne, das dauert auch noch eine Weile. Wir schnappen uns mal einen zweiten Honig, kann ich schaden. Jo, gehen wir mal zum Händler, ne?
Reis mit Fleisch können wir uns wahrscheinlich einmal komplett reinhauen, was wir jetzt gerade hergestellt haben hier, ne? Händler müsste morgen Restock haben. Wir nehmen das Geld mal wieder mit. Wie ich mich kenne, vergesse ich wahrscheinlich eh wieder, das da in der Kiste zu lassen. So. Oh, wir sollten unser Pferd mal heilen. Ach, Heilbandagen könnten wir mal wieder herstellen. So, mal gucken, was wir für eine schöne Questbelohnung kriegen. 3 Tetsubo Blueprints brauchen wir noch. 3 Stück. Dann könnten wir das Advanced-Ding bauen. Kore ga anata no hōshū desu. Ganz ehrlich, in dem Fall nehmen wir sogar einfach das Fruchtkompott. Alter, wir sind auch, ich weiß gar nicht, wie viele Quests müssen wir denn noch machen, dass wir auf Tier 4 kommen. Also nicht, dass ich unbedingt Tier 4 Quests machen will, aber... Hattet ihr nicht sogar noch einen kaputten Tisch? Ich gehe gar nicht. Hatte er nicht. Yobi Tabio. Mehr als eine Quest am Tag schaffen wir eben nicht meistens, ne? Hätte ich auch eine nehmen können, die weiter weg ist. Naja, egal. Oh, ist das wieder die, die letztens bei mir kaputt war? Möglich, ne? Na. Keinen geweckt. Okay. Okay, Haus Nummer 1.
Wie viel Gras kriege ich da eigentlich so raus? Geht schon. Kann man ja mal mitsammeln. Gras kann man ja auch immer gebrauchen. Soll ich dir helfen? Du gehörst zwar nicht zur Quest dazu, aber... Boah, Entschuldigung. Jetzt bist du einmal umgefallen, jetzt kannst du nicht mehr aufstehen, ne? Naja, hast du Pech. Wir brauchen ja Gras, damit wir neue Pinsel herstellen können für Repair Kits. Wegschmeißen dann gleich. Was macht denn der hier hinten? Kommt der jetzt oder kommt der nicht? Hast du eine neue Stelle zum Draufhauen gesucht? Ja, ja, ist okay. Okay. Wenn man ein bisschen aufpasst, läuft das auch ganz gut mit den Zombies. Das ist auch mittlerweile nicht mehr so wichtig, ob die normal oder feral sind. Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Holz und Stoff geht auch klar. Kriegen wir da raus? Ja, okay, es lohnt sich nicht wirklich. Nehmen wir doch hier einfach die komplette Bude auseinander. Yeah.
sich nicht entscheiden können, ob die jetzt auf allen Vieren kriechen oder... Noch haben wir Platz. So, nächster Schritt wäre hier drüben rein. Ich frage mich halt, was der angedachte Weg ist, um ehrlich zu sein. Weil, ich meine, wir müssen da rüber. Aber es gibt eigentlich gar keinen Gang, um da rüber zu gehen. Also... Gibt's, aber den müssen wir uns halt erst freischlagen, ne? Ich hätte gern entweder die Geier oder den Feral-Zombie. Nicht beides auf einmal. Ja, nein, nein. Wo ist der andere Geier? Da. Das muss man erstmal aussortieren. Federn sammeln wir wahrscheinlich eh gleich wieder ein. Also auf jeden Fall effektiveres Gras sammeln als Gras verprügeln. Hätte ich viel eher mal machen sollen. Ich meine, ich wusste das ja, dass man das mit der Schaufel gut abbauen kann. Nur immer nicht dran gedacht. Oder gedacht, ja, komm, Gras. Ich sollte vielleicht erstmal. Ne. Irgendwie siehst du anders aus, ich weiß auch nicht. Ich habe das Bedürfnis, dich wegzumachen. Hm? Nix? Okay. Ich hatte schon so Häuser, da waren dann hier Kisten versteckt. Ich habe schon wieder das Gefühl. Also entweder gibt es hier noch eine Ecke, die mir noch nicht aufgefallen ist. Aber wir haben dasselbe wie das letzte Mal. Dass wir eigentlich alles abgelaufen sind. Aber uns anscheinend immer noch irgendwie ein Zombie fehlt oder so.
So, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Pilze würde ich mitnehmen, wenn wir Platz haben. Soja haben wir auf jeden Fall schon. Tee, Alter. Guter Teespot, guter Teespot. Ja. Ja, uns fehlt halt wieder noch ein, also mindestens ein Zombie. Ich weiß halt echt nicht, ob die Quest kaputt ist. Mir wird halt auch keiner mehr angezeigt. Der Seite hier gehört ja auch nichts mehr dazu. Ich glaube, die Quest ist halt wieder für den Arsch. Ich glaube, das Questgebäude hier ist, glaube ich, kaputt. Aber ich hab doch... Na gut, war halt nicht an der Stelle, sondern an irgendeiner anderen Stelle. In dem Typgebäude habe ich auf jeden Fall schon Quests gemacht. Und auch erfolgreich gemacht. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo sich hier noch einer verstecken soll. Normalerweise wird er mir auch nach einer gewissen Zeit dann vielleicht noch angezeigt, wenn irgendwo einer ist, aber... Hm. Ich hatte das ja auch schon, dass ich dann nochmal an eine spezielle Stelle laufen musste. Können ja außen nochmal drum rumlaufen, aber das wird auch nichts bringen wahrscheinlich. Noch ein paar Zombies, die nicht zur Party gehören. Vielleicht hat eins der Gebäude einen Keller. Das können wir nochmal gucken, aber es... Ja, schauen wir mal. Wäre mir eigentlich jetzt nicht aufgefallen, ne? Wie gesagt, ich bin auch der festen Überzeugung, dass ich in dem Gebäude schon erfolgreich Quests gemacht habe und ich kann mich an den Keller erinnern. Hä? Was bist du denn, ja? Ja, gucken wir nochmal. Wir gucken die Gebäude nochmal ab. Also hier würde ich jetzt mal sagen, nein. Ich meine, wenn, dann müsste es ja relativ offensichtlich sein. Also das ist ja dann nicht, dass du irgendwie sowas weghacken musst oder so, ne? Noch irgendeiner im Vorgarten, den ich noch nicht gewählt habe. Das könnte natürlich auch sein, ne? Ey, wir gucken erstmal die Häuser ab.
keine Farbe drin. Nee. Nee. Also Häuser würde ich jetzt mal sagen, das haben wir definitiv alles gecheckt. Was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, dass hier vielleicht irgendwie einer im Vorgarten liegt, oder... Ja, ich rühre es nicht dazu, aber wir machen es trotzdem kalt. Wow! Hey, irgendwo fehlt mir hier ein Zombie. Mindestens einer. Ah, du bist tot. Okay. Ist halt doof, ne? Ich meine, im Endeffekt, okay, klar, wir haben Loot gekriegt und alles, aber mir gehen halt dadurch auch die XP flöten, die ich, weiß nicht, die sind ja 10.000 XP, die ich fürs Abschließen der Quest bekomme. Aber ich kann mir so ein ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Zombie zu wenig spawnt. Der wird sich irgendwo verstecken. Die Frage ist nur, wo der sich versteckt. Die ist nicht. Aber gut, ehe wir jetzt hier wieder Zeit verplempern, brechen wir die Quest halt ab, ne? Weil... Keine Ahnung, ob ich zu doof bin oder ob es halt wirklich ein Fehler ist. Ich wär's... sich ohne ihn. Wir machen mal die Bäume hier noch weg. Vielleicht entscheidet sich das Spiel ja noch, dass irgendwas spawnt oder ich auf einmal doch eine Anzeige kriege, wo der gesuchte Freund ist. Holz brauchen wir eh. Wir können ja mal ganz kurz Map und ja, oben stehen ja die Koordinaten. Machen wir mal Alt-Druck. Mal gucken. Ich speichere es mir mal ab. Ich hoffe, ich denke dran nach dem Stream, dass im im Discord zu melden. So. Ich meine, wenn ihr wisst und ich zu doof bin, einfach irgendeine... Also vielleicht ist er hier wirklich irgendwo nochmal ein bisschen nach hinten oder so. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die hier einfach so im Gras ist, weil dann kannst du dich ja echt tot suchen. Keine Ahnung halt, ne?
Aber meiner Meinung nach bin ich hier alles abgelaufen. Am Ende ist eine Schlange, die man immer wieder sieht. Naja, wenn ich nah genug an der vorbeilaufe, wird die ja getriggert und dann kriege ich sie ja oben im Kompass angezeigt. Und ich würde sie hören. Aber ja, mich wundert es auch, dass hier in dem Raum zum Beispiel keine Schlange drin war oder so. Vielleicht müsste hier auch rein theoretisch eine Schlange spawnen und die spawnt einfach nicht. Keine Ahnung. Also könnte ich mir gut, ich könnte mir echt gut vorstellen, dass irgendwie eine Schlange ist oder ein Geier, der fehlt oder so. Deswegen laufe ich ja hier überall mal rum, weil eigentlich, sobald ich es trigger, würde ich es ja im Kompass sehen. Aber es existiert halt einfach nicht. Keine Ahnung. Hier ist da auch schon was falsch. Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, weil deine Chrysantheme durchgewachsen ist, irgendwie ganz komisch. Ich mach's mal weg. Da ist nichts drunter. Ja, weiß ich nicht. Ist... Vielleicht bin ich zu doof, aber... Ich geh nochmal übers Dach oben drüber. Ich hatte das bei der einen Quest ja mal, dass ich noch in eine ganz bestimmte Ecke laufen musste, damit er den Bereich abscannt, ob da noch ein Zombie ist oder irgendwas. Aber ich meine, wir waren auch hier ja schon in jeder Ecke. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier irgendwo noch nicht lang gelaufen wäre. Und viel mehr gehört ja hier zu dem Gebiet auch nicht dazu. Einmal ringsrum, passiert nichts. Nee, kaputt. Ich behaupte, kaputt. Den Baum da fällen wir noch und dann geht's zurück zum Händler. Ist ja auch nicht so, dass das Gelände noch dazugehört, ne? Da fängt ja schon der Haken an mit Blinken. Aber hier sind wir im Gebiet und hier sind wir ja schon aus dem Gebiet wieder raus. Also von denen dürfte auch keiner dazugehören. Ja, jetzt müsste die Quest wahrscheinlich eh gleich abbrechen. Aber ist mir jetzt eigentlich egal, weil... Bringt ja nichts, ist ja nur Zeitverschwendung.
Gucken wir mal, was wir hier vielleicht noch so Schönes kriegen. Ist halt nervig, dass man dann die Questbelohnung nicht bekommt. Und hi, guten Tag. Okay. Mich trotzdem noch mit eins überladen. Yummy, yummy, yummy. Kein Platz dafür. Krieg ich ja irgendwas Cooles? Nee, Holz und Eisen. Ja, schade, Schokolade. Reisfeld gehört ja logischerweise nicht dazu. Reiten wir hier nochmal ein bisschen großflächiger. Aber das ist schon außerhalb vom Gebiet, das ist schon ein gelber Pfeil. Irgendwo ganz doof. Irgendwas rumhängt hier. Aber, ne. Ja, schade. Dann brechen wir die mal ab. Blöd. Dann geht's ab nach Hause. Dann können wir jetzt endlich Cobblestone herstellen. Und... Ja, ich denke mal Tag 76 machen wir nochmal Quest.
Aber wir wissen jetzt, die Quest brauchen wir nicht mehr annehmen. Oh Gott. Welche war denn das? Farmhaus oder so? Hieß die so? Ich glaube so ähnlich, ne? Oh Gott. Ne, bleib mal hier, Pferd, ne? Nicht wegrennen. Irgendwann mal eine Chance auf so einen Wagen zu haben, müssen wir hier wirklich alles kaputt machen, was geht. Ja, oder wir gehen einfach ohne Quest los looten, aber ich weiß nicht, irgendwie macht das mehr Spaß, mit Quest looten zu gehen. Wir sind eh immer so schnell voll, richtig looten ist ja eh nicht, ne? Das ist... Nach einem Haus kannst du ja schon wieder nach Hause reiten, so nach dem Motto. Gefühlt, zumindestens. Müssten wir einpacken können, weiß auch. Ich einfach immer blind bin. Ja, genau. Hier müssten wir jetzt einen übrig haben, weil... Hatte ich vor uns gelootet. Ach ja. Gut. Dann gucken wir doch mal. Achso, wir müssen erst die Tasche leer räumen, sonst wird das hier gar nichts. Sieht mittlerweile richtig gut aus. Okay, dann holen wir mal das Wasser, was wir oben gekocht haben. Das sollte ja mittlerweile durch sein. Jawohl. War immer noch nicht genug Wasser, what the fuck, ey. Nice.
So, dann. Oh, wir haben bei Weitem nicht so viele Steine, wie ich gehe. Wir müssen, glaube ich, mal wieder Steine kloppen. Nehmen wir uns mal die hier dabei noch raus wieder. War da noch. Nee. Oh, 1250. Es ist jetzt auch nicht die Welt, aber 1250 Cobblestone sind 1250 Cobblestone. Ne? Gut, und mit den Worten, mit dieser Weisheit, dass 1250 Cobblestone 1250 Cobblestone sind, verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Lasst gerne ein Like oder ein Abo da oder beides. Und wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Tschüss.